mir zeigen, wie das geht? Na klar, Millie, komm her, ich zeig's dir. So, Millie, schau, wir sind jetzt hier am Klavier. Und eigentlich musst du immer nur den Cäsarton und die Gans drücken. Und das ist dasselbe wie auf dem Metallophon oder auf dem Xylophon. Da hast du ja auch immer Cäsar und Gans abwechselnd gespielt. Aha, also ein Cäsar. Wo ist denn der? Na, guck mal, da sind so Tasten, die schwarz sind. Siehst du die? Und das sind immer Zwillinge und Trillinge. Ja, hier sind 1, 2 und da sind 1, 2, 3. Habe ich gefunden, ja. Und links vom Zwilling, da befindet sich der Cäsar. Links vom Zwilling, da? Nee, das ist doch rechts. Links. Ah, da, okay. Das ist der Cäsar. Und wo ist jetzt die Gans, der Gänseton? Na, der ist zwischen den Trillingen. Trillinge sind hier und dazwischen. Aber das sind zwei dazwischen. Genau, da sind zwei dazwischen. Nämlich die Gans, der Gänseton und der Adlerton. Und der linke davon, das ist der Gänseton. Links war da. Das ist der Gänseton? Ja, genau. Und das war der Cäsar. Okay, das klappt ganz gut. Ja, Millie, aber jetzt ist mir aufgefallen, dass du nur einen Finger genommen hast und auf die Tasten gedrückt hast. Klavierspieler machen das nicht so. Ja, die nehmen nämlich ihre Hand und legen sie so auf, dass eine kleine Maus drunter passt. Also wir haben ja unsere Hand und unsere Klavierspielhand, die hängt so runter, wie ganz, als ob sie ganz schlapperig wäre. Und dann stellen wir sie einfach auf. Und wenn ihr seht, dann entsteht ein Mäusehaus. Siehst du es, Millie? Okay. Und genau so stellen wir die Hand jetzt auf die Tasten. So. Und jetzt habe ich den ersten Finger am Cäsar und den fünften Finger, den kleinen, auf der Gans. Cäsar, Gans, Cäsar, Gans. Oh, das muss ich gleich mal ausprobieren. Also ein Mäusehaus. Du hast gesagt, die Hand ganz locker. Okay. Sieht das gut aus? Ja, das sieht super aus. Okay, und jetzt war der erste Finger. Ha, auf dem Cäsar kriege ich hin. Und jetzt der... Ah, der fünfte Finger war nicht richtig. Ja, der fünfte Finger ist so ein bisschen unser fauler Finger. Und das ist nicht so schlimm, dann machst du das ganz in deinem Tempo. Okay, ich probiere es nochmal. Erster Finger, fünfter Finger. Fast getroffen, nochmal. Oh, ich kann's! Super! Jetzt geht's los! Kommt, Kinder, wir singen zusammen. Ich spiele am Klavier und ihr singt unser Begrüßungslied mit. Frau Tobel, willst du wieder dazu tanzen? Na klar, ich tanze wieder dazu. Los geht's! Dumba 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 dumba. Jetzt geht's los. Dumba 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 dumba. Jetzt geht's los. Du, 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 du
der 32. Folge Lebendiges Musizieren mit mir, der Veronika Zobel von Lebensrhythmus und mir, der Milli Martella Musiker, heute am Klavier. Mit dem Cäsar und der Gans. Juhu! Frau Zobel, schau mal. Schau mal, schau mal, schau mal. Du hast gesagt, hier sind Zwillinge und Drillinge. Und, aber das sind ganz viele. Schaut mal, Kinder, das sind ganz viele von den Zwillingen und Drillingen auf dem Klavier. Stimmt, da sind jede Menge Zwillinge und Drillinge. Wollen wir die mal zählen? Pass auf, wir zählen zuerst mal die Zwillinge. Au, ja! Zwillinge. Hier sind zwei. Boah, sind die tief! Warte mal, jetzt habe ich vergessen zu zählen. Also, das ist die erste Paar Zwillinge. Eins. Jetzt kommt welche Zahl? Genau. Die zwei. Die drei. Die vier. Die fünf. Die sechs. Und die sieben. Sieben auf einen Streich habe ich gezählt. Habe ich richtig gezählt, Kinder? Ja, oh, zum Glück. Genau, es sind siebenmal Zwillingstasten hier. Und jetzt zählen wir mal die Drillinge. Kommt, einmal Drillinge hier oben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Und hier unten ist noch ein einzelner. Ein einzelner Drilling, der seine Partner nicht mehr hat. Die passt nicht mehr drauf. Da war das Klavier nicht lang genug. Frau Zobel, wenn das jetzt so viele Zwillinge und Drillinge sind, ja, dann gibt's ja meinen Cäsar und meinen Gänsetun ja auch mehrmals. Genau, Milli. Den gibt's auch mehrmals. Denn unser Cäsarton war ja neben den Zwillingen. Links oder rechts, wisst ihr es noch? Genau, auf der linken Seite der Cäsarton. Und jetzt schaut mal, wir zählen mal, wie viele Cäsaren wir auf dem Klavier haben. Achtung, ich fange unten an mit dem ganz tiefen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Und da oben ist noch einer, obwohl da gar keine Zwillinge mehr zu sehen sind. Auch hier fehlt ein Stückchen. Also es sind auch acht. Oh, genauso viel wie die Drillinge. Acht. Okay. Frau Zobel, die haben alle ein bisschen gleich, aber auch irgendwie unterschiedlich geklungen. Das war komisch. Ja, Milli, da hast du recht. Die klingen alle irgendwie gleich. Ja, aber sie sind in unterschiedlichen Tonhöhen. So nennen das die Musiker. Manche sind ganz tief. Und manche sind ganz hoch. Aber es ist derselbe Ton. Es ist dasselbe C. Denn das ist ja ein Muster. Es wiederholt sich alles. Ja. Cäsar, Dackel, Esel, Fuchs, Gans, Adler, Hamster. Und dann kommt wieder Cäsar. Und dann fing das Ganze wieder von vorne an. Ein wunderbares Muster. Aha, okay, jetzt verstehe ich das. Also das sind gleiche Töne, aber mit unterschiedlichen Tonhöhen. Also manche ganz tief und manche ganz hoch. Aha. Schau mal, Milli, wir haben ein wunderbares Bild von der Elen bekommen. Oh, da ist ja ein Zapfenzwerg drauf. Nicht nur einer, sondern ganz viele. Oh, wie schön. Hat das die Elin gebastelt? Ja, ich glaube schon. Oh, guck mal, der Linke sieht aus wie mein Freund Nano. Ja, nicht wahr? Der sieht ein bisschen aus wie dein Freund Nano. Vielen, vielen Dank, liebe Elin. Das hast du super gut gemacht. Ganz toll. Kinder, wollen wir zusammen das Zapfenzwerge-Lied singen? Ich würde es ja gern am Klavier begleiten. Aber ich weiß gar nicht, das hatte ja noch mehr Töne. Oh, das ist eine schöne Idee, Milli.
Wir könnten das Zapfenzwerge-Lied nochmal singen und du guckst, ob du es begleitest. Und schau mal hier, das hat uns die Cecilia geschickt. Und da hat sie das Zapfenzwerge-Lied nochmal aufgeschrieben. Ah, cool! Dann kann ich das ja doch spielen. Aber Frau Zobel, deine Klaviertasten sind ja gar nicht bunt. Da weiß ich ja gar nicht, welche ich spielen muss. Den Cäsar und die Gans, die weiß ich schon. Du musst mir nur noch zeigen, wo der Fuchs ist. Ja, schau, wenn du deine Hand wieder so hältst, wie das Mäusehaus gebaut wird. Ja, und den ersten Finger spielst. So. Hast du den Ton? Cäsar! Genau, den Cäsar. Und der fünfte Finger? Die Gans! Genau, den Gänseton. Und wenn du jetzt den vierten Finger spielst, das ist der Fuchs. Also Cäsar, Gans, Fuchs. Milli, ich zeig dir, wie man das spielt, ja? Und dann kannst du ganz genau zugucken. Und die Kinder auch. Oh ja, zeig mal, wie das geht. Es steht starr, Stapfen am Berge, die Zäh-Zahl, Zapfen an Zwerge, durch eisig kalten Pulverschnee, durch kalten Pulverschnee. Jetzt kommt der Fuchs. Und sie tri, tra, trappeln und sie zieh, za, zappeln immer hin, immer her, immer hin und her. Und sie hi, ha, hüpfen, schwenken ihre Mützen immer rund, immer rum, immer rund herum. So, jetzt bin ich dran. Es steht starr, Stapfen am Berge. Jetzt der Fuchs, ne? Genau. Nee, ich glaube, jetzt war es falsch. Jetzt bin ich verrutscht in der Höhe. Frau Zobel, ich übe das noch ein bisschen und dann können wir das zusammenspielen, ja? Und während Millie jetzt ein bisschen übt am Klavier, zeige ich euch, was wir im Musikland mit den Zapfenzwergen erlebt haben. Die haben nämlich mit uns Musik gemacht. Mit wunderbaren Tüchern. Und wenn ihr jetzt so ein Tuch zu Hause habt, dann können wir zusammen auch ein bisschen Musik erfahren. Also Melodien, die nach oben und unten schweben. Dafür braucht ihr ein Tuch. Das kann so ein dünnes sein wie meins. Wer sowas nicht hat, nimmt irgendein anderes Tuch. Aber bitte vorher die Eltern fragen, ja, welches ihr nehmen dürft. Es sollte ein dünnes, leichtes Tuch sein. Und aber es geht theoretisch auch ein Taschentuch. Wenn man das auseinander nimmt, das sind ja immer so verschiedene Lagen. Und wenn man davon noch eins nimmt, dann hat das noch ein bisschen mehr den Charakter von meinem dünnen Seidentuch. Also kurz Stopp drücken, ja, oder Pause. Und dann holt ihr euch ein Tuch und dann geht's weiter. So, jetzt geht's los mit dem Tuch. Und als erstes möchte ich, dass wir zusammen erstmal gucken, wie kann sich denn das Tuch bewegen. Ich kann es zum Beispiel nach oben schieben und auffangen. Hui! Mein Tuch kann hin und her flattern, hin und her und hoch und runter und runter und hoch. Hui! Mein Tuch kann sich drehen, mein Tuch kann
flattern und wehen. Mein Tuch kann sich ganz klein machen und wie ein Schneeball unter nach unten fliegen. Ein bisschen probieren, was mein Tuch noch so kann. Und mein Tuch kann auch das Lied von Vivaldi mitsingen. Pass auf, das geht so. Kleine Nebelfeen, die getanzt haben zum Vivaldi. Oh, wie ist schön im Winter, wenn lauter kleine Nebelfeen tanzen. Oh, und ich habe schon auch ein bisschen geübt, aber ich glaube, ich muss noch ein bisschen üben, Frau Zobel. Vielleicht, Kinder, kann ich das nächste Mal schon am Klavier spielen, ja? Oh ja, Millie, da übst du noch ein bisschen. Mal schauen, ob du es das nächste Mal schon besser kannst. Okay, liebe Kinder, dann bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch, wenn ihr wieder dabei seid. Tschüss! Tschüss, bis bald!